R-E-W-I-N-S-I-D-E. Servus, Amelakoye, meine Freunde, was geht ab? Leute, wir haben heute uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn ich habe ja immer noch die Vlogmas Week irgendwie verlängert, nicht richtig durchgezogen, keine Ahnung. Thomas ist eigentlich daran schuld. Stimmt doch gar nicht. Dreh um. Leute, und wir haben uns was Krankes gekauft. Aber bevor wir das jetzt überhaupt zeigen, Leute, kennt ihr mich, Master of Clickbait und Video auf 10 Minuten Streckerung. Gehen wir jetzt erstmal gemeinsam in den Rewe und kaufen uns ein paar Früchte, ein bisschen was Obst, Leute. In Obst nicht nur gesund, sondern auch geil. Wir brauchen Handschuhe auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf geht's, Jäckchen an, Thomas. Und dann fahren wir auch gleich los, Leute. Und dann, Leute, dann wird geil. Döpfinas, schaut mal. Tomate, Ananas und Paprika. Ich glaube, das wird nice, oder Thomas? Da kann man auf jeden Fall gut mit kochen, Digga. Boah, ne Avocado, was hältst du davon? Nein, nee, zu teuer, doch nicht. Zu teuer, Alter. Die kostet 2 Euro, Junge. Ich koche nicht so teuer. Boah, das wäre bestimmt krank. Ein Granatapfel. Au, au. Junge. Fragen sich ja locker an, Leute, was ich hier kaufe. Es wird heute was richtig Besonderes gekocht, Mann. Meinst du, das funktioniert? Safe, Digga. Das könnte richtig dope sein. Das funktioniert übel gut. Junge, okay. Das Zeug hat so viel Power. Boah, Leute, geisteskrank, Mann. Was für Ideen mir gerade in den Kopf kommen. Thomas, wir brauchen auf jeden Fall die dicksten Handschuhe, die es gibt, ist, glaube ich, im Video, oder? Viele werden sich wahrscheinlich fragen, dass wir vielleicht mit Säure oder sowas darum hantieren. Wartet einfach ab. Ey, ich hoffe mal wirklich, dass das funktioniert, Alter. Und ich hoffe mal, dass dieser Handschuh überhaupt irgendwas hält. Falls nicht, dann sind wir wirklich echt. Ja, im Arsch. Ich überlege gerade, macht es Sinn, Weihnachtsbaum fürs Ufer zu holen? Eigentlich ja schon. Schon, oder? Alter. Das müsste eigentlich schon sein, Leute. Ich habe mir noch vor, so ein Battle zu machen. Wer schneller den Baum schmückt oder wer schneller den Baum schmückt, irgendwie sowas. Ich möchte gerne mal einen Daumen nach oben dafür ein bisschen Weihnachtscontent. Okay. Thomas, was ist? Was? Ja, Weaponized Autism. Ich dachte, das war treffend. Ja, alles klar, lassen wir das einfach unkommentiert an dieser Stelle. Leute, das ist übrigens nicht witzig. Autismus ist nicht lustig. Thomas. Leute, wir werden jetzt gemeinsam hingehen und dieses Planschbecken, was wir schon seit mehreren Tagen hier im Ofen rumstehen haben, mal wieder mit Wasser füllen. Leon! Ja. Hast du deine Badehose dabei? Hey, Barbie, ja klar. Natürlich, Alter. Leon, auf geht's! Ernst? Was denn? Es ist keine Säure. Ach dann! Ah, ich dachte, das ist Säure. Also Leute, ich würde sagen, Thomas und Leon, die beiden. Was? Die, also Leon, bestimmt. Thomas, du. Hier ist ein Eimer, Thomas, und ich gehe ganz kurz unten was holen, denn ich brauche ein paar Schutzutensilien, meine Freunde. Und dann können unsere geisteskranken Experimente beginnen. Ah! Reicht jetzt aber auch. Leon, du hast jetzt echt die Beine geholt. Herr Bruder, ich hab die immer dabei. Junge, Leon, ich geb dir ohne Witz, ich geb dir einen Kuss. Ich geb dir wirklich einen Kuss, wenn du, oh, nee, wenn du da reingehst und badest, Alter. Ja, da bist während da eine gewisse Substanz drin ist. Eine gewisse geheime Substanz, die wir bis jetzt noch nicht verraten haben. Die Chemikalie X! Die Chemikalie! Das sind Powerpuff Girls, Alter. Lass gleich das Powerpuff Girls Intro nachmachen. Nö. Okay. Ja! Also Leute, wir brauchen nicht nur eine Menge fachliche Kenntnis für dieses Experiment. Oh, Digga, die. Der Arme wäre gerade fast übergelaufen. Wir brauchen, wie gesagt, nicht nur eine Menge fachliche Kompetenz, sondern natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen, die empfohlen werden. Und natürlich einen nicht ganz so intelligenten Assistenten, der sich für nichts zu schade ist. Dieser Mensch ist Lenas Cutter. Hey. Lena haben wir seit Wochen nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was da los ist. Der ist in Frauenkreis und hat wichtige Termine. Lena und wichtige Termine. Wahrscheinlich hat er die. Nicht meinen Chef beleidigen. Das mag ich gar nicht. Ich werde jetzt Leon ganz kurz eine Live-Reaktion auf eine neue Brille von dir einfangen. Schick. Super, perfekt, haben wir das geklärt, Leute. Steht hier. Thomas, befülle das Gefäß. Du siehst aus wie so ein behinderter Minion. Sag mal, was hat er gerade gesagt? Minions behindert hält sich gegenseitig auf. Ja, du Arsch. Weil Minions sind nicht behindert. Tja, Leute, wir müssen jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig vorgehen hier. Wasser ist genug drin. Und das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass ich keine Ahnung habe. Gott, Alter. Mein Fuß. Wie man überhaupt mit sowas umgeht, beziehungsweise was man damit eigentlich machen kann. Aber Leute, das soll uns gar nicht daran hindern, was Lustiges zu starten. Du siehst so schön aus mit dieser Brille. Und du nicht mit dieser Brille. Ja, ey, das ist voll gemein. Hast du jetzt deine Klamotten darunter ausgezogen? Ja. Sau widerlich. Leute, ich würde sagen, es ist Zeit für das große Experiment. Alter, wie krass. Yo! Shit! Alter! Digga. Oh Gott! Ja, moin! Ohne Witz, Leute, wir haben uns Trockeneis bestellt und davon 10 Kilo
Ich würde sagen, zieh deine Handschuhe an. Wichtig, meine Freunde, ist, dass ihr das zu Hause natürlich nicht nachmacht, denn das ist, wie gesagt, jetzt hier ein Experiment unter strengen wissenschaftlichen Auflagen. Wir beide sind nicht nur Chemiker, sondern auch Physiker und gut Biologen. Aussehend. Gut aussehen, das seid ihr nämlich alle nicht. Und vor allen Dingen haben wir Ahnung. Und eigentlich war das alles erlogen. Wir sind weder Biologen, Chemiker, Physiker, noch gut aussehen. Eigentlich sind wir echt die letzten Opfer. Aber wir haben eins. Und zwar haben wir professionelles Arbeitsgerät gekauft. Eine Grillzange. Leon. Leon, ich wollte bei Breaking Bad ein bisschen Meth kochen und nicht hier mit so einer Grillzange Trockeneis. Eigentlich wolltest du bei Team Spielkind Carpons drehen und jetzt ist Team Spielkind weg und du bist alleine hier. Ey, das stimmt nicht. Ich würde sagen, wir legen erstmal ein kleines Stück ins Wasser da vorne, schauen, was passiert. Ui. Oh, oh no! Ja, moin! Yo! Shit! Oh! Ah. Ja. Ja. Digga, was ist das denn? Metall anfest, dann kommt dieses Geräusch noch zustande. Aha! Okay, Leute, jetzt gehen wir die Vollen. Oh mein Gott, Alter, was denken die Leute, die hier nebenan wohnen, wenn die das sehen? Wenn die sehen, was wir hier machen. Stell dir vor, du wohnst da drüben in diesem Haus und siehst wie zwei Typen in Chemiker-Outfits. Boah! Kannst du es anfassen? Guck dir mal, wie die Blubberblasen hier rauskommen. Alter! Guck dir das mal an. Junge! Boah, Junge. Alter, wenn der ganze Pool damit voll ist. Okay, Leute, scheiß auf die Grillzange. Oh, es ist kalt! Was geht, Alter? Junge, wie krank das aussieht. Alter, shit. Oh, shit. Holy moly. Oh, shit. Holy moly, bro. Können wir jetzt endlich baden gehen? Genau, Leon, jetzt kommt nämlich deine Challenge. Du gehst jetzt da rein. Nein, Leon, pass mal auf. Geh mal bitte noch nebenan. Leute, denn jetzt wird's interessant. Leon. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Wir brauchen einen Löffel. Und das war's. Perfekt. Alles klar. Achso, Thomas. Yo, shit. Wie geil. Oh mein Gott. Was ist nice, Alter. Kann man aber das an den Fuß reinhalten? Junge, da ist Wasser drin, du Affe, Thomas. War gut. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Experiment. Leon, holst du noch bitte ein bisschen noch Wasser, was wir aufschütten können? Mhm. Und jetzt, Leute, gehen wir in die Folge. Jetzt kommt einfach alles da rein. So. Oh, zieh mich doch nicht rein. Oh. Das Ding ist, Leute, es wird einem echt schwindelig davon, wenn man da zu lange drin hängt. Also es ist echt gefährlich. Leute, und wir haben natürlich verschiedene Sachen eben eingekauft, die ihr dabei gewesen seid. Das Gute ist, Leute, dass die Sachen nur tiefgefrostet werden. Das ist wie Schockfrost, das heißt, man kann die Sachen danach easy essen. Und ich denke mal, das werden wir auch einfach noch tun, weil eine Ananas ist extrem geil. Wir haben eine Tomate gekauft. Das Einzige, was ich wahrscheinlich selber nicht essen werde, ist grüne Paprika, weil die hasse ich. Warum hast du denn die gelbe und grüne? Weil ich sie zerschmettern möchte. Die will ich wirklich zerstören, Alter. Sonst, Leute, den Rest essen wir natürlich. Und wir haben vor, hier mit Eis zu machen, Leute. Wir wollen das halt da reinhalten und dann gucken, was funktioniert, wenn man das einfach Eis macht. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt erstmal. Die Ananas kommen natürlich zum Schluss, Leute. Wir machen einfach den alten Lifehack von früher. Ihr kennt das vielleicht noch, Kinders. Einfach Level rein. Jetzt stellen wir das hier mal irgendwo hin. Junge, das ist so krass, Mann. Das ist so geil. Ich wollte schon immer was mit Trockeneis machen, Leute. Und unser Planschbecken, es hält und wie es hält. Leo, da ist schon ein Experiment. Yo, es sprudelt hier einfach überall über. Es sprudelt einfach hier raus. Warum ist da ein Monte drin? Weil das Monte frieren soll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yo. Was geht ab, Alter? Okay. Ja, moin. Schau. Alter, fass deine Hände. Oh mein Gott, ist das kalt. Oh, ist so. Yo, will. Ja, moin, es blubbert der Übel. Guck dir das mal an. Guck, halt mal drauf. Ja, oh, der ist ja überkalt. Fuck, Leute, shit. Wir werden jetzt einfach mal das Umgekehrte machen. Geh einfach mal rein, Dieser Rauch, der sich hier einfach sammelt. Guck mal ganz, was das Monte macht. Oh, das Monte fängt an zu frieren. Ich kann meinen Finger da nicht drin halten. Oh mein Gott, die Paprika kommt wieder hoch. Die ist schon teilweise gefroren. Gib nochmal ganz kurz die Zange. Kann das einfach nur in Styropor gewickelt? Ja. Die haben sich einfach so gedacht, ja, egal, einfach Styropor. So Sicherheitsvorkehrungen, nö, scheiß drauf, beste. Ah, das Ding ist, schaut mal, Leute, das Trockeneis, wenn das mit Wasser bedeckt ist, fängt es an, das Wasser logischerweise drumherum zu frieren, klar. Und alles andere vom Trockeneis wird natürlich bedeckt. Das heißt, dass das Wassereis, also das Eis von dem Wasser, nochmal eine Schicht bildet, wo weniger Kälte durchkommt. Das heißt, eigentlich ist es so ineffizienter. Weil das hier ist alles gefrorenes Wasser, Leute. Das ist alles gefrorenes Wasser. Weil das Trockeneis an sich, Alter, oh mein Gott, das ist der kälteste Bucket, den ich jemals, fass mal da rein. Eisbucket Challenge in 3, 2. Boah, Junge, Alter, Thomas, fass einmal da mit deiner Hand rein, du stirbst. Oh, ja, moin. Mr. Ananas, it's your turn to get destroyed. Sollen wir die Paprika mal rausholen? Ja, Leute, wie lange war die jetzt da drinne? Gar nicht, yo. Yo! Was? Was? Yo! Ich glaube nicht, dass wir die Ananas gefroren bekommen, weil die ist zu krass. Da hätten wir flüssigen Stickstoff kaufen können. Machen wir dann bei 100.000 Likes. Oh Gott. Hey, ganz ruhig.
Dann mit. Oh, ist Jomi süß, der hat ein. Oh! Lass ihn das versuchen. Die Fruchtzwerge. Oh, er hat richtig Angst vor dem Ding. Jomi muss auf jeden Fall davon wegbleiben, weil der ist zu dumm, dieser Hund. Als ob es draußen hagelt. Lass mal das ganze Trockeneis hier kaputt machen, Leon. Die Blöcke. Und gib mal bitte die Cola, die da drüben steht, Thomas. What's happening? Yo. Was? Guck mal. Es verdampft. Es perlt direkt ab, siehst du das? Es perlt einmal komplett ab. Yo. Yo, guck dir mal diese kleinen Kugeln an, die sich darauf bilden. Das ist so kalt, dass die Flüssigkeit nicht mal das Eis berührt. Ja. Von dem Eis. Oh, hör mal. Yo. Ja, moin, also was hier ist da eigentlich so übertrieben kocht in dem Eimer? Es kocht einfach, weil es so kalt ist. Ja, lass mal ganz kurz alle Zottmondes einfrieren hier. Leon, helf mir mal bitte. Ja. Guck mal die Fruchtzwerge. Fruchtzwerge! Alle hier rein, alle hier rein. Und dann legen wir da schön Trockeneis drüber, Alter. Die werden alle schön eingefroren, Junge. Dann können wir die später nämlich snacken. Den Bruder, den frieren wir doch ein, Alter. Die Tomate wird auf jeden Fall noch gefroren, Junge. Tomateneis ist das Beste. Tomateneis ist das Beste, oder? Man kennt es nicht anders, Leute. Aber unser Planschbecken hat mal wieder gehalten. Was wir damit noch für krasse Scheiße machen werden, Alter. Ist so. Und letzte Leute, wir haben noch so viel kranken Shit geplant. Aber das ist auf jeden Fall gerade schon eskalativ pur hier. Und das waren nur 10 Kilo, stell dir mal vor, bestellen. 20, 100, 1 Million Tonnen. Und hier, Alter, Leo, guck mal. Hier oben, das Wasser aus dem Topf sammelt sich hier oben als Eis und friert zu runden Alter, Wellen zusammen. Krass. Das sieht so gut aus. Das ist ja lustig, wirklich. Das ist heftig. Das Wasser, was unten in der Nähe vom Trockeneis ist, gefriert. Splittert irgendwann ab oben. Und geht dann nach oben, schwimmt halt oben. Ja. Aber auch krass. Die Form ist lustig. Isst mal davon eins? Nee, isst du mal davon eins. Okay, sollen wir beide dann davon essen? Ja, okay. Das ist Schnee. Das schmeckt genau wie Schnee. Ich esse immer nur gelben Schnee. Das schmeckt, ja, genau. Boah, es schmeckt wie Kohlensäure irgendwie ein bisschen, oder? Ja. Yo, wie Kohlensäure in Eis. Ja moin, gut, dass ich es gegessen habe, aber dafür habe ich ja Igor. Igor! Meister? Bruder, schmeckt was fällt nach Kohlensäure? Das war keine gute Idee. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir damit so viel Spaß haben. Chemikalie 1B9 hat funktioniert. Die Weltherrschaft ist unser! Da bildet sich einfach Kohlensäure. Das ist jetzt einfach Sprudelwasser. Ja, Science! For real, though, guck mal. Das ist einfach Sprudelwasser hier unten jetzt drin. Wir haben die Lebensmittelindustrie austrickst und können jetzt immer eigenes Mineralwasser herstellen. Zu viel günstigeren Preisen, weil 10 Kilo Trockeneis so günstig sind. Thomas, komm mal her. Close-up, guck mal hier. Das hier drumherum ist alles gefrorenes Wasser. Und hier in der Mitte ist das Trockeneis drin, was immer noch unglaublich kalt ist. Trockeneis ist, glaube ich, gefrorene Kohlensäure. Kann das sein? Ja, Science! Ist das jetzt Trockeneis oder? Das ist noch Trockeneis. Halt mir das doch nicht ins Gesicht, du Arsch! Igor, ganz ruhig, ich bin Profi. Warte mal, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal was. Sieht doch aus wie so ein riesiger Eistrockner. Oh, hör mal zu, das Plastik geht richtig kaputt. Nimm mal so eine Platte und kipp einfach diesen Fruchtzwerg-Joghurt einfach so drauf. Außerhalb von der Packung einfach so drauf. Das ist auch eine Idee. So das Dümmste, was man machen könnte mit Trockeneis, diesen Fruchtzwerg da drauf tun. Sieht doch einfach so cool. Mach mal ein Sandwich, leg mal noch mal eins, ja genau. Lass uns mal frieren und wenn es dann fertig ist, Alter, können wir es essen. Also ich weiß halt nicht, was dieses Trockeneis dann noch macht. Also, ja, außer es komm, ist ja komm. Und soll ich kommen? Okay, gib mal einen Schuss. Man kann eigentlich nur veganer Fruchtzwerken. Ja. Hm? Alter, Leute, ich würde sagen, das war's von unseren gestörten Trockenexperimenten. Ich hatte ja eigentlich vor, einen kompletten Vlog daraus zu drehen, aber ich glaube, das Video ist jetzt schon so lang, dass ich gar nicht mehr filmen brauche. Igor Meister füttern. Bruder, da ist irgendein. Danke. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Wir haben auf jeden Fall unsere Coolbox hier. Also, wenn jemand mal trocken hat, das im Ufer braucht, kann er sich auf jeden Fall melden. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Yomi! Hast du noch was zu sagen? Weihnachtsköte? Perfekt. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende von diesem wunderschönen Video. Jody, komm schnell! Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Wir haben hier mega die Trockeneis-Action und sie geht direkt zum Hund. Als ob mich das interessiert, was macht ihr da? Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem schönen Video. Schaut bei Leon, bei Thomas und Jody vorbei und bei dem Hund. Hallo. Tschüss. Digga, was machst du da, Alter? Hä? Was machst du da? Bist du behindert? Ich mach Promo für meinen Merch, Junge. Junge, so werden die alle kaufen. Saugeil, Merch-Promo, Junge. Ich hab richtig Ahnung. Und guck, wenn ich jetzt hier bei jedem eins drüber klebe, Alter, die werden sich richtig. Die anderen haben damit safe kein Problem, Junge. Digga, hast du auch irgendwie noch andere Promo-Moves oder? Was? Ja, ach so, ja, ey, Digga, gut, dass du es sagst, Mann. Ohne Witz. Leute. Neben diesem wunderbaren Sell-Out-Move, den ich hier gerade bringe, habe ich mir noch was anderes überlegt. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich unter allen Leuten, die ein wunderbares
Exemplar von meinem Merchandise kaufen, Leute. Die Möglichkeit besteht, gemeinsam ein Treffen mit mir in Köln zu haben. Das Ganze geht als Weihnachtsaktion bis zum 24.12. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen nachstocken müssen, weil ich denke, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute daran Interesse haben werden. Dementsprechend, Leute, wenn ihr jetzt quasi Merchandise kauft, habt ihr die Möglichkeit, ausgewählt zu werden als Gewinner, Leute. Und dann können wir gemeinsam uns in Köln treffen und einen schönen Tag verbringen. Wir laden euch hierhin ein, wir booken euch in Bahn, Zug, ein Flugzeug, alles, was ihr wollt. Hovercraft, Motorboot, alles, Leute. Also gönne ich jetzt auf jeden Fall meinen limitierten Merch mit Hand signierte Autogrammkarte auf revenstore.de, meine Freunde. Und ich würde sagen, damit bin ich raus.